Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich bin wieder die paar Meter zurückgegangen zu unserem, ja, Hauptstützpunkt, wie soll man sagen, Stützpunkt überhaupt, ne? Und, ja. Ich hoffe, wir können und dürfen jetzt endlich diesen Stromkasten-Dings hier bauen. Ja. Dazu müssen wir wieder ins Baumenüchen, ganz recht. Ja. Energie war das, ne? Generatoren. Und dann möchte ich gerne den daher bauen, aber der ist so riesengroß, ne? Der ist so groß. Der ist so groß. Der ist so groß, dass ich ihn wahrscheinlich gleich hierher bauen muss. Ja, wird wahrscheinlich nicht anders möglich sein. Das ist nicht möglich. So. Dann hatten wir, ich schaue mal, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wo war das Teil? Das war das, oder? Ja. Ob ich da nochmal so eins herbringe. Genau. Und eventuell so. Jetzt haben wir 650 Energie und es ist immer noch rot. Warum ist die Energie rot? Was mache ich denn da falsch, Herrschaftszeiten? Warum ist die Energie rot? Muss man da auf einen Schalter drücken, damit sie... Oder was? Warte mal. Muss man da irgendwie was einschalten? Auf Go oder so? Ey, yo, mach mal. Ich schau mal zurück zum Strom, aber ob man da vielleicht einen Schalter oder so umlegen muss. Halt, nein, das ist nur für die Tür, ne? Hm, hier vielleicht? Ich will Strom haben, verdammt. Und ich habe echt das große Pech und ich muss das einfach wirklich irgendwie verbinden. Mit Stromkabeln. Das wird mir jetzt aber gar nicht gefallen. Warte mal, ich probiere noch was aus. Müssten wir da hinten. Jetzt müsste ich das nochmal probieren. Warte. Mal angenommen. Ich kann das so verkleiden. Das wäre aber dann echt. Also wenn das jetzt echt so gedacht ist, wie ich mir das jetzt gerade denken du. Und das dann funktioniert, ist das ganz schön komplex, das Ganze. Kannst du hier anklipseln? Nö, oder? Na. Ich habe nämlich echt gedacht, dass hier drin in dieser Wand dann schon automatisch Strom. Dingens wäre eigentlich, ne? Wenn du das hier dann quasi so verbindest, dass dann hier irgendwie dann Strom rauskommt. Aber es zeigt ja an, dass es mit Strom... Ich probiere noch was. Warte mal. So. Versorge ihn mit Energie. Es hat schon so gepasst. Diese Volt-Geschichten sind ganz schön kompliziert. Vor allem bei so einem technischen Genie, wie ich das ja bin. Ihr werdet es nicht glauben, aber in der Tat, ich bin ein technisches Genie. Abgeschlossen.
baue den Dingsbums und versorge ihn mit Energie. Es sollte eigentlich schon so funktionieren. Und warum geht der Ding da nicht weiter? Der hat ja alles. Warte mal, vielleicht ist noch irgendwas mit Ressourcen. Ah, da schau mal, Volt. Ah, jetzt ist das Powerrad hier, okay. Ach Gottchen, Läden, braucht man hier irgendwas? Nö, oder? Herstellung, vielleicht da irgendwas. Powerrüstungsstand wäre auch ganz cool. Na. Was Spezielles haben wir nicht. Ich bin schon wieder sichtlich überfragt. Warum ist die Energie dort oben rot? So, als wenn die nicht genutzt wird. Aber warum? Braucht man dafür vielleicht noch ein Terminal oder so? Meine Güte. Ich bin leicht überfragt. Haben wir hier irgendwas, keine Ahnung. Ich soll vielleicht mal in die Questlog schauen. So, machen wir es uns einfach. Das Wasserloch, ja. Dann erforschen. Da. Verbinde ein Terminal mit dem Getränkeautomaten und lege die Bar. Ah, so. Na, okay. Ah, so ist das. Dann Schnucki. So. Der Karl kommt weg und du kommst mit. Ah, so ist das. Er sagt das doch gleich. Meine Güte. So. Immer diese Technik. So. So. Ah, Kombuta. Nein. Getränkeautomaten-Experiment, ja. Eigentum von Voltec. Geheimer Getränkeautomat-Prototyp. Parameter des Experiments auswählen. Appetitzügler, Stimmungsaufheller, allgemeine Koffein. Koffeinierung. Aha. Notizen von Dr. Brown. Schauen wir mal das zuerst. Nachdem die anfänglichen Vorräte an Essen und Trinken aufgebraucht sind, werden sich Wohlbewohner an alles Neue gewöhnen. Das wir ihnen geben. So. Das eröffnet uns die faszinierende Möglichkeit, chemische Zusatzstoffe in ihre Ernährung einzubringen, ohne dass sie etwas davon erfahren. Nach den Fokustests haben wir uns für einen Getränkeautomaten entschieden. Die einzige Grenze wird durch unseren chemischen Erfindungsreichtum gesetzt. Machen Sie Voltec stolz. Ja. Toll. Ich habe keine Ahnung. Appetitzügler, Stimmungsaufheller, allgemeine Koffeinierung. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir da? Was nehmen wir da? Parameter, Stimmungsaufheller festlegen, Forschungsaufzeichnungen. Was haben wir denn da? Halluzigen hat uns eine kleine Probe des ziemlich interessanten Endprodukts zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine wasserlösliche und extrem psychoaktive Verbindung. Sie erzeugt kurzfristige Euphorie und in manchen Fällen auch schwache Halluzinationen. Überraschenderweise sind bei den Versuchspersonen keine Entzugserscheinungen aufgetreten. Allerdings kam es nach dem Absturz häufig zu depressiven Verstimmungen. Zum ersten Mal hat unser Team keine Todesfälle verzeichnet. Super, gratuliere. Die stärkste Nebenwirkung ist bei Versuchsperson 13 aufgetreten.
die seit 13 Stunden ihre Hand anstarrt. Faszinierend. Hinweis, wir versuchen noch die Farbe zu ändern und den Geschmack. Ja. Klumpsaufen, ne? Parameter übernehmen, andere Parameter wählen. Was hätten wir denn da? Parameter des Experiments auswählen, Appetitzügler, also Stimmungsaufheller. Was hätten wir denn da? Appetitzügler. Schauen wir mal die Forschungsaufzeichnungen durch. Wir haben erstaunliche Fortschritte beim Synthetisieren eines Lipstens. Der wie was? Hä, wie? Lipstent-Terivats erzielt. Die Nebenwirkungen sind zugegebenermaßen stärker, die Effektivität dafür aber beachtlich hoch. Versuchspersonen haben während des Testzeitraums 10% ihres BMI verloren. Bist du gescheit? Leider kam es bei den Teilnehmern auch zu einem Produktivitätsrückgang. Ein Todesfall durch Tod. Ja, ein Totalausfall durch Tod. So, Entschuldigung. Zwei Personen weigerten sich, das Bett zu verlassen. Die anderen verbrauchen jedoch maximal ein Viertel der Standardrationen. Wenn wir die Probleme beheben können, dürfte die Versorgung eines kompletten Wolfs in Zukunft wesentlich weniger Ressourcen in Anspruch nehmen. Das ist aber auch nicht so toll, ne? Jetzt ist schon bald die Frage, was ist besser? Bei so einem Atomdings drauf zu gehen oder so als Versuchskaninchen da zu enden, ne? Andere Parameter wählen vielleicht. Allgemeine Koffeinierung. Parameter allgemeine Dingens. Forschungsaufzeichnungen. Das war es jetzt also langsam mit Ted. Wenn man die umfangreiche Präsentation seines Teams beiseite lässt, ist der aktive Bestandteil von Ergänzung Z einfach nur Koffein. Ganz normales Koffein. Wie zu erwarten, haben sich bei den Versuchspersonen keine nachteiligen Auswirkungen ergeben. Ted's Team hat außerordentlich viel Zeit damit verbracht, Geschmack und Kohlensäureanreicherungen abzustimmen. Es gab sogar einen Fokustest gegen Nuka-Cola, um den Reiz zu erhöhen. Ich muss zugeben, das Getränk ist erfrischend. Gott, ich hasse Ted. Okay. Ja, was nehmen? Stimmungsaufheller würde ich. Na, er ist eh schon so glücklich, oder? Vielleicht weniger essen? Oder doch eher Koffein, damit sie. Probier es mal mit Koffein. Übernehmen. So. Okay, Clem muss jetzt das Softdrinks, ja. Ich habe geöffnet. Mach, denkst du. Er tut's, glaube ich, eh von selbst. Der Getränkautomat ist bereit. Willst du der erste Kunde sein? Kommt drauf an. Was kostet das? Oh, ist kostenlos. Wirklich? Tja, na dann. Na, Prost, Mahlzeit. Also ich hoffe, er lädt mich nicht ein. Das Gesöff sauf ich nicht. Warum ist hier eine Lötlampe? Wow, das ist gutes Zeug. Komm mal wieder vorbei. Ja, dann viel Spaß. Während der da herumschustert, eine Stunde lang, könnten wir inzwischen weiterbauen, oder? Ich denke, die Stunde wird eh gleich vorbei sein. Also wird das nicht allzu viel mit dem Bauen werden. Aber immerhin doch ein bisschen vielleicht so. Wir wollen ja das Schlafgemach der Aufseherin fertig bauen oder weiterbauen, wie auch immer. Einstöckig wäre das jetzt, ne? Ja. Fenster braucht sie ja nicht wirklich, die gute. So. Zumindest nicht auf der Seite. Geht sie das noch aus? Na, gell, wegen dir nicht. Ich würde das gern verwerten, ehrlich gesagt, weg damit. So. So ein altes Klumpert braucht man jetzt. So, Klipsel an. Mach.
dieses billige Klumpert. Und eine Tür wäre auch nicht schlecht. Hier zumindest mal. So, ja. Wahrscheinlich spinnt das jetzt mit Absicht wieder rum. Um mich zu ärgern. Würdest du hier? Hier nimmt das. Gut. Aber hier ist er wieder zickig, ne? Mit dem Eck hat sowieso irgendwas. Die Tür wird's nehmen. Verstehst? Aber soll die da mit einer Tür? Da kann sie nicht einmal gescheit gehen. Wieso sollte sie hier eine Tür haben wollen? Ein Fenster wäre ja auch noch gut. Warum nimmt der Kerl hier eine Tür? Das ist echt mysteriös. Ich hätte hier aber gern eine Wand. Die da. Normalen Boden würde er auch nehmen, oder? Na, würde er auch nicht nehmen. Schau mal. Der würde hier echt am liebsten eine Tür haben wollen. Dann bauen wir halt eine Tür hin. Bitte. Hauptsache es ist zu. Ist ja unglaublich sowas. Bitte. Dann hast halt deinen Frieden. So. Und hier noch eine schöne Ecke, würde ich sagen. So. Und so. Weil ein Fenster braucht sie nicht. So, Glam ist fertig, habe ich schon gesehen. Der Glam ist fertig, das ist gut. So, Frau Aufseherin. So. Kriegst hier mal dein Bettchen rein. Ja, keine Ahnung. Okay, man kann doch raus. Na gut, okay. Von mir aus, sie will es halt so. Die wollen es halt so haben. So, da kommt eine Tür. Und da halt die zweite. So, die wollen es halt so. Da hilft es nichts, wenn man nach dem Warum und Wieso fragt. Die wollen das einfach so. So. Ja. Hier wäre halt wenigstens schön gewesen, irgendwie ein Fenster oder so zu haben. Oder da. Vielleicht kann ich hier noch was... Ich meine, sie kann nicht rausschauen. Ich weiß schon, aber... Warte. Ich mache sie doch ein kleines bisschen schöner. Das heißt, obwohl sie eine blöde Kuh ist, aber machen wir es so. So, nur derweil. Nur für kurz. So, kriegt sie halt ein Fenster. Damit ein bisschen Licht halt auch reinkommt. Ja, nein, nicht so. So soll es sein. Jawohl. Passt. Und dann noch die Decke. So, irgendwo war hier die Decke. Zack, 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 zack. War das nicht du? Warst du die Decke? Ja, ich glaube, ha? Ich glaube schon. Jawohl. Ja. Ja. Und. Jawohl. Und jawohl. Ja, ja. So schaut es ja noch was aus. Passt. Sehr gut. Dann kriegt sie hier noch schnell ihre Scheibe rein. So. Passt. Damit sie nicht von bösen Monstern gefressen wird. Hier vielleicht auch noch, sicherheitshalber gleich mal. So. Da. So. Und gut ist. Stimmt, hier wollte ich eigentlich eine Tür reinbauen. Wurscht, ich lasse es jetzt gerade mal so. So. Na toll, du kannst jetzt aber auch aufstehen, auch nicht mehr, ha? Ihr musst ja nicht. So, Clem ist jetzt fertig, ne? Also, Schnucki. Und? Bist du zur Kontrolle hier? Ich habe hier einen Kunden. Noch eine Erfrischung? Was zum Teufel ist das? Ich habe mal eine Nuka-Cola getrunken und dieses Zeug... Ich weiß. Da sind spezielle Chemikalien drin. Ach was. Naja, was auch immer es ist. Ich liebe es. Sprich mit der Aufseherin. Okay. Na toll, die Armen. So. Koffein. Nun, es erhöht die Produktivität. Aber ernsthaft? Betrachtet man noch den eher fraglichen Erfolg mit dem Powerrad?
zweifle ich langsam an deinem Engagement für das Projekt. Aber noch danke. Kannst du alles wieder gut machen. Der hippokratische Eid. Ein Gelöbnis, keinen Schaden zuzufügen. Naja, das fasst es grob zusammen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, alte Bücher auf Lateinisch zu interpretieren. Aber die Grundhaltung in der Medizin läuft dem entgegen, was wir hier zu erreichen versuchen. Ärzte sollten nicht das Wohl ihrer Patienten über alles stellen, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Das verstehst du sicher. Na toll. Gewichtung halten. Genug philosophiert. Die Zeiten sind hart. Der Eid ist richtig. Naja. Was? Was war denn das jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade voll aus dem Spiel gepfeffert. Ja, sogar dem Spiel ist das hier schon zu viel. Gewichtung halten. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine andere Gewichtung nötig ist. Meldet sich da etwa dein Gewissen? Du solltest daran arbeiten, das zu unterdrücken. Also ab in den Vault-Tec, Verrobter. Ein spezielles Gerät für Optiker, das Sehvermögen des Patienten verbessern kann. Aber es könnte noch so viel mehr. Für den Prototyp ist etwas, viel... Okay. Eine riesige Menge an radioaktivem Material nötig. Aber es wird sich auszahlen. Woher nukleares Material bekommen? Woher soll ich so viel nukleares Material bekommen? Du hast Glück. Wir haben diesen Ort für Vault 88 gewählt, weil unsere Untersuchungen ergeben haben, dass es tiefer in den Höhlen reiche Uranvorkommen gibt. Verdammt. Also fang an zu graben. Und besorg uns, was wir brauchen. Ich hab's schon befürchtet, dass das kommen wird. Verdammt! Ich hätte mir den Strom da drüben sparen können. Oder müssen. Wenn ich den jetzt vernichte... Boah, das wird echt... Das wird bitter. Wenn ich den jetzt nochmal vernichten muss... Wie viel kriege ich da zurück? 25! Scheiße. Jetzt muss ich schauen, wie teuer das ist. Wenn das Zeug jetzt über 100 kostet, habe ich echt einen Schirm auf. Und ist das wieder wahrscheinlich spezial, ne? Ach, geht sie aus? Das geht sich aus, Gott sei Dank. Den baue ich mal hier hin. Der wird sich auch wieder, der braucht nämlich auch wieder Strom, wie ich gerade sehe. So. Tschüss, Glück gehabt. Ich meine, so viel Strom... Aha, jetzt geht die Energie. Jetzt ist sie auf gelb, seht ihr das? Vorher war sie rot, jetzt ist sie gelb. Interessant. So, und jetzt, was machen wir mit dem Klumpert? Ich glaube, ich kann schon wieder in die Questlog schauen. Hat es was mit dir zu tun? Benutzen. Ich muss benutzen. Ich muss das ja benutzen. Nein, falsche Taste. Ich muss da aus der Powerrüstung raus. Und ich gehe schon wieder. Kann ich hier irgendwo was ablagern? Ablegen. Vielleicht der ganze Schrott zum Beispiel schon mal. Und was haben wir hier noch Schönes? Dich können wir wegtun. Das können wir wegtun. Na, das war falsch. Oje, Madonna. Das ist meine Raider. Meine Raider, sage ich. Meine Power-Rüstungs-Dingens. Wieso muss ich denn so schwer schleppen? Das gibt's ja nicht. Das kann echt nur bei Hilfsmitteln dann sein. Dass ich da so viel Klumpert jetzt habe. Leuchtendes Schwammerl. Das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Das kommt derweil auch weg. Skorpionfleisch tun wir weg. Das Ei. Das Steak müsste ich auch mal verfuttern. Die Zuckerbomben können wir auch wegtun. Den wilden Mais tun wir auch mal weg. So, ich müsste wieder was anbauen. Das hat sich gerade komisch angehört. Na dann, links schalten wir ein. Für mehr Licht. Ah. Naja, ob das so schlau ist, was wir da machen. Und jetzt?
einfach mal eine Taste gedrückt. Hat das jetzt hingehauen? Aha. Ich habe wieder eine Taste gedrückt. Nochmal das Zeug. Okay. Jetzt wiederholt sich das Ganze. Und das war's, sorry. Muss ich da jetzt wieder was einstellen? Ich will da Quest schauen. Questlog schauen. Was jetzt? Zukunft im Blick. Natürlich brauche ich hier ein Terminal. Ist ja logisch. Ist ja Logo. So, komm her, Terminal. Ja, das da tun wir wieder weg. Dich nehme ich mit. Ich tue schon wieder kochen. Ich würde sagen, auch wenn der jetzt leicht im Weg steht. So. Und jetzt. Ach so, ich depp. Die Parameter muss ich mir voreinstellen. Warte, Entschuldigung, Fail. Die Parameter. Da, Parameter. Na toll. Foropter-Experiment. Parameter auswählen. Unterschwellige Botschaften, Voltüberwachung, verbesserte augenärztliche Versorgung. Das eher, ne? Aber zuerst die Notizen. Die Herausforderung ist es, einen Weg zu finden, eine einfache Augenuntersuchung zu etwas zu machen, das den Zielen von Voltech dient. Der Foropter ist ein großartiges Werkzeug zu diesem Zweck, da er selten zur Anwendung kommen und undurchsichtig genug ist, dass kleinere Unregelmäßigkeiten nicht bemerkt werden. Ich erwarte von jedem Team nur das Beste. Verbesserte augenärztliche Versorgung sollte das dann sein, oder? Unterschwellige Botschaften. Ich denke das dann, ne? Forschungsaufzeichnungen. Einfache Zusammenfassung dieses Experiments, Ted. Sein Team hat ein besseres Optometrie-Werkzeug hergestellt. Mehr nicht. Okay. Bitte berücksichtigen Sie meine Anfrage zur Neuzuweisung seines gesamten Teams. Irgendwohin weit weg. In die Kälte. Sehr freundlich. Andere Parameter wählen. Was wäre noch? Voltüberwachung. Forschungsaufzeichnungen. Auf dieses Gerät ist Team Walros. Walros? Mhm. Fragen Sie nicht. Besonders stolz. Dr. Brown. Ein für den Einbau in den Foropter geeignetes kleines MRT, das bei ausreichender Energiezufuhr die durch Stimuli hervorgerufenen Reaktionen auf visuelle Informationen verarbeiten kann. Laienhaft gesagt, liest es die Gedanken der Versuchsperson und zeigt ein Bild dessen, woran diese denkt. Das zumindest ist das Ziel. Allerdings sind die Bilder sehr unscharf. Ausgehend vom Standard-Rohrschachttest. Rohrschachttest? Das gibt's wirklich? Ja, okay. Mit Hunderten von Freiwilligen konnte der Computer diese Bilder mit einer Genauigkeit von 71% identifizieren. Wir stehen hier erst ganz am Anfang, aber die Möglichkeit, Einblicke in die Gedanken der Menschen zu erhalten, wird die Verwaltung der Volts drastisch verändern. Danach haben wir wesentlich nützlichere Wortassoziationen entwickelt, die eine Hilfe für jeden Aufseher darstellen können, als Standard einprogrammiert sind. Verräter, Ineffizienz, Tratsch, Beschwerde und Kätzchen. Kätzchen? Warum Kätzchen? Das war unser Testfall.
Beim Entfernen aus der gesamten Stellung, was gesamten Stellung, Schwachsinn. Beim Entfernen aus der Zusammenstellung sind Fehler aufgetreten. Was ist mit mir heute los? Bin betrunken oder was? Na, stimmt nicht. Unterschwellige Botschaften. Parameter, unterschwellige Botschaften festlegen. Schauen wir mal, was da geschrieben steht. Die Abteilung FGE hat eine Reihe kurze, aufblitzender Bilder entworfen, die bei dauerhafter Schleifenwiedergabe einen statisch signifikanten positiven Effekt auf die Wahrnehmung der Versuchspersonen hinsichtlich des Volts, der Firma Voltec und insbesondere des Aufsehers haben. Wir konnten bislang noch keine Formel für Augentropfen optimieren, die einerseits effektiv ist, andererseits jedoch keine bleibenden Schäden hervorruft. Super! Allerdings arbeiten wir noch daran. Hinweis: Im Labor haben sich weitere Vorteile der Elektroschocks und Fesselungen gezeigt. Bitte was? In den Feldtests kann es also noch einmal anders aussehen. Was ist mit den Leuten, ey? Verbesserte augenärztliche Versorgung, dann das, oder? Na, irgendwas Schlechtes muss es dann sein, ne? Vielleicht die Überwachung. Nehmen wir dann halt sowas, oder? Wird die wieder falsch sein? Denke ich mir. Falsche Taste, Entschuldigung. Das wird die wieder verkehrt sein. Ich habe keine Ahnung, wie boshaft und schier man das sein muss. Bei der Gnädigsten. Ja? Ja, und jetzt? Wie lange noch? Geht das von selber weiter? Ich glaube, das... Wie kommst denn du jetzt darauf? Schon langsam fehlen mir einfach nur die Worte. So. Ich würde das gern so. So wäre es doch hübsch. Aber so hat sie keinen Überblick auf die anderen. Ist ja wurscht, oder? So. Soll ich dir jetzt da runterhelfen? Wie bist denn du jetzt raufgekommen, Alte? Kann man da extra eine Rampe bauen für den Schoppel? Echt unglaublich. Ich will bauen, bitte. Bauen. Mit B. Tja, Rampe. Oder eine Treppe. Oh, das wäre sogar eine Treppe. Habe ich da eine Treppe oder eine Rampe gebaut? Eine Rampe, ne? Ach so, das schaut... Hä? Nein, sehr Treppe, passt schon. So, Klipsel bitte an. Na komm, dreh dich. Wieso will der Kerl jetzt nicht? Ja. Servus, Gestörte. Ich freue mich schon darauf, Clem und die Optometriestation zu besuchen. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Freiwilligen für den Vorrobter. Ja. So viel zum Quatschen. Das heißt Glam. So. Oder sie. Sie ist beim Essen zugewiesen. Nicht zugewiesen werden. Wo ist eigentlich... muss ich das jetzt machen? Ich werde dich gleich einteilen. Komm her. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Was?
Muss es jetzt vielleicht der eine machen, der jetzt neu in unserem Team dazugekommen ist, oder was? Also sprich du da. Oder muss das echt ich sein? Meine Ressourcen reichen nicht? Bitte was? Bitte was? Diese Ressourcen kann diesem NPC nicht zugewiesen werden. Ach so, dann muss das echt ich machen, oder was? Ja. Ja. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann nochmal schauen. Quest und so. Rede mit der Aufseherin und Clem. Da muss man mit Clem noch vorreden. Ich will nur ein bisschen handeln. Das funktioniert so nicht. Ich mach das schon. Versprochen. Ja. Hi. Alter? Ich freue mich schon darauf, Clem und die Optometriestation zu besuchen. Dann mach. Ich schupf dich runter auch, ist mir wurscht. Es ist irgendwie... Es ist da irgendwie der Wurm drin, habe ich das Gefühl. Gnädigste. Hi. Jetzt brauchen wir nur noch einen Freiwilligen für den Verordner. Clem? Obwohl, jetzt tut sie gleich was. Na, nur gehen. Alter, du machst mich schwach. Alter, du machst mich schwach. Hat die sich erfolgreich da oben festgeglitscht. Es ist ein Wahnsinn. Fällt jetzt bitte runter. Danke. So. So. Jetzt wird's wohl gehen. Dann verschrotten wir wieder, jetzt müsste passen. Oh, es ist unglaublich. So, alte Schachtel. Ich glaube, wir haben es hinbekommen. Und? Ja, schaut nicht so schlecht aus. Sie geht zumindest schon mal in die Richtung. Scheint, als hätten wir unseren ersten Patienten. Ja, bevor du anfängst, Clem, was ist mit Kindern? Die sind okay, denke ich. Willst du irgendwann mal welche haben? Ach, ich weiß nicht. Wieso fragst du? Einfach so. Mach weiter. Hi. Bist du wegen einer Augenuntersuchung mit dem Foro... mit dem Ding hier? Glaub schon. Nur zu. Rein mit dir. Mhm. Kann man sagen, was man will. Das läuft super. Aber ja. So, jetzt setzt die sich rein, oder was? Die Arme, echt. Klumpert saufen und jetzt noch bei die Augen herumdoktern. Ah, sie hat ja einen Totenkopf am Gürtel. Was soll ich machen? Halt einfach still. Oh, mein Kopf. Glüht. Ach, naja. Halt einfach still. Scheiße, das tut weh. Oh Gott, mir wird schlecht. Okay, tut mir leid. Ich arbeite daran. Hast du mich verstrahlt? Was sollte das? Du weißt doch, wie Experimente laufen. Nur eine kleine Unregelmäßigkeit. Mach dir keine Sorgen. Unsinn. Das kaufe ich dir nicht ab, Aufseher. Das war noch nicht alles. Oh. Hallo. Was für ein Spielchen treibt ihr hier?
Hast du Clem und mich hierher eingeladen, um an uns herum zu experimentieren? Bist du total Nein. krank? Das bildest du dir ein. Hier läuft nichts Komisches. Das bildest du dir nur ein. Das kaufe ich dir nicht ab, Kumpel. Scheiße. Im Commonwealth sagen es dir die Leute wenigstens vorher, wenn sie dich umbringen oder ausnehmen wollen. Komm schon, Clem. Verschwinden wir. Die Typen sind Arschlöcher. Aber ich habe jetzt deinen Job. Ich bin ein Opti... Ich bin der Augentyp. Ich kann nicht weg. Lauf, solange du noch kannst, Clem. Oh oh. Das lief aber nicht gut. Frau Aufseherin. Hallo. Eine unserer Bewohnerinnen ist gegangen. Naja, sie wird nicht schwer zu ersetzen sein. Das Wichtige ist, dass unsere Arbeit gut vorangeht. Ja, und tut sie das? Nicht auf leichte Schulter nehmen. Was steht als nächstes an? Kleiner Rückschlag. Mehr Leute werden gehen. Was steht als nächstes an? Dieses neueste Experiment ist mein ganzer Stolz. Ich bin in die Fußstapfen von Dr. Braun und den anderen getreten und habe meinen eigenen Prototyp entwickelt. Er beruht auf der Prämisse, wir alle haben Fehler und unsere ganz eigenen Laster. Was, wenn unser Vault nicht versuchen würde, diese Vorlieben auszumerzen, sondern sie zu nutzen? Welche Laster? Erzähl mir mehr, klingt clever. Könnte sich rächen. Welche Laster? Von welchem Laster redest du? Nun, Gier. Dieser Plan ist für einen Spielautomaten. Ich habe ihn so gestaltet, dass er so verlockend wie möglich ist. Wähle die Parameter für das Experiment. Dann schauen wir, wie er sich im Feldversuch bewährt. Okay. Das Ganze ist nicht ganz... Es ist furchtbar irgendwie. Wir haben ein Bettchen frei. Level up, supi. Moment. Wir sind jetzt schon 46, ne? Das ist gut. Da werden wir im nächsten Part gleich ein bisschen... skillen, würde ich sagen. Ach, du Heilige. Das alles hier ist mir nicht ganz geheuer. Naja, was soll's. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!